Okay, herzlich willkommen zur BAFTcast Folge 5 und dann 53. Wir reden wie immer über WoW und MMOs und alles, was uns doch so beschäftigt. Dieses Mal zu einer eher ungewöhnlichen Stunde, zu einer ungewöhnlichen Zeit, denn uns hat es wieder ins Homeoffice verschlagen und mit mir sind Matze Guten Tag. und Tanja. Hallo. Und ich bin der See. Und bevor wir loslegen, kleine Werbung in Eigensache. Die MOR1120 liegt am Kiosk und ist online verfügbar im Computec Shop. Und wir zeigen euch, wie die neue Levelphase aussieht. Geben euch nochmal ein Update zu Torghast. Der Heiler Guide Teil 2 ist auch drin. Und wir sagen euch, wie ihr euch auf Phase 6 vorbereitet von WoW Classic. Und noch vieles mehr. Und im BAFF-Teil geht es um Final Fantasy 16 und die Fallout-Reihe beleuchten wir in unserem Retro-Special. In den Klassenguides zeigen wir euch schon mal, wie ihr euch durch Shadowlands levelt. Und das wird jetzt auch Thema dieses Podcasts sein, denn bei einer Heftproduktion muss man immer ein bisschen anders planen als online natürlich. Und da dachten wir eigentlich schon, dass Shadowlands. Ja, Shadowlands wäre heute Nacht erschienen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ist es leider Ja, nicht. Trotzdem. Reddit ist voller witziger Geschichten von Leuten, die das nicht gecheckt haben. Ja, darauf kommen wir auch noch. Auf jeden Fall in der Moor habt ihr jetzt schon mal den Level Guide, wie ihr euch von Stufe 50 auf 60 in den Schattenland levelt. Ist jetzt ein bisschen früh, dafür können wir nichts, aber könnt ihr dann ja später wieder rausholen. Ja, wobei ich sagen muss, dass das, was Klassen angeht, wenn gar nichts tut, bis auf ein paar Zeilen rauf, Zeilen runter. Ja, also erstes Thema würde ich mal anschneiden. Shadowlands ist, es gibt noch kein neues Datum für den Release und es ist noch nicht mal das Pre-Event gestartet, ne? Also wir könnten echt recht haben, dass es erst nächstes Jahr soweit ist. Es ist eine echt gruselige Vorstellung, weil man hat jetzt ja doch gedacht, komm, am ursprünglichen Release-Tag, da wird es jetzt schon eine Ankündigung geben. Nö. Also ich hätte jetzt schon zwei Questgebiete hinter mir, sage ich dir. Ja, ich hätte schon den zweiten Char auf Level 16 Ja, jetzt. du. Mach ja jede Quest. Nee, Release wäre ja tatsächlich, es wär ja Global Release, also wir wären jetzt heute Nacht um 0 Uhr gestartet. Da hätte ich jetzt nicht direkt durchgezogen. Tanja, hältst du immer noch dran fest, bei Questen, beim Questen wirklich die Texte alle komplett durchzulesen? Ja. Also, aber ich habe nicht so einen Wirklich? Quest, sondern ich habe so Immersion-Addon Ah, wo dann die installiert. Charaktere so gegenübergestellt werden und miteinander Ja, reden. wo du ein bisschen, sag ich mal, grafische Interaktion hast So ein am bisschen so Bildschirm. Zwischensequenzen-Feeling. Ja, also diese sprechende Kopf-Addons und so weiter. Aber da bin ich ein bisschen Warcraft 3 geschädigt, deswegen mag ich das ganz gerne. Aber diese Quest, also Questtexte zu lesen, links oben, das war ja schon für mich auch schon anstrengend. Jetzt kann man natürlich viel spekulieren, ja, erscheint es noch dieses Jahr überhaupt? Also, ich sag mal, wir sind jetzt Ende Oktober. Sie könnten es immer noch Anfang Dezember rausbringen. Mein Tipp wäre dann irgendwie 9., 8. Dezember. Denkst du so kurzfristig, so 4 Wochen vor dem Das, Release, mal eben ja, sagen, das wäre ja, dann es noch im kommt. Rahmen. Ich weiß nicht, wie viel früher man das neue Datum ankündigen muss. Ich denke, ein Monat wäre okay. Ich denke, 3 Wochen wären auch noch okay. Mitte Dezember, denkst du, es wäre dann auch noch? Sogar, also Anfang Dezember würde ich sagen, jetzt. Und dann müsste man halt Was ich halt denken. problematisch finde, ist, dass so später der Release jetzt sein wird. Also eher wird es dann halt so ein Szenario von Weihnachtsferien. Die Entwickler wollen eigentlich auch Urlaub machen, aber gerade eben ist erst das Spiel rausgekommen und sie müssen ganz viel Balancing, Bugfixes, Hotfixes rausbringen. Das stelle ich mir halt furchtbar vor. Ja, also Anfang Mitte Dezember wäre halt noch so realistisch, was so das World First Race angeht. Dann wäre irgendwie Season 1 wäre dann halt Anfang des Jahres und das wäre dann halt okay. Aber alles darüber hinaus, da muss man dann nochmal nachdenken. Und hinzu kommt gerade noch, dass in Kalifornien die Waldbrände wieder so krass sind, dass ein paar Entwickler tatsächlich evakuieren mussten.
wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich das richtig umgerechnet habe, also 13.000 Acres sind verbrannt schon. Und wo habe ich es hier? Das sind 52.000, über 52.000 Quadratkilometer, wenn mir hier die Umrechnungsseite es richtig anzeigt. Dazu muss man natürlich sagen, das ist von den Hügeln, das alles ist da schon abgebrannt. Also da geht es noch nicht wirklich in die Stadt. Aber so von Irvine, da wo das Blizzard-Hauptquartier ist, das sind glaube ich, keine 15 Kilometer davon weg. Also. Ja, vor allem, das darf man halt echt nicht unterschätzen, wie schnell sowas dann doch sich ausbreiten kann. Und mittlerweile... Aber Feuer auf jeden Fall, ne? Also das Feuer ist seit 27.10. aktiv und was die hier auf der Seite sagen, haben die erst 5% davon wirklich eingedämmt. Also die lassen jetzt alles irgendwie das ganze Gras abbrennen und gehen dann wahrscheinlich richtig rein, erst wenn es an den, keine Ahnung, wichtigen Häusern ist oder so. Also es gibt noch keine Infrastruktur, die kaputt gegangen ist. Keine Häuser, so Straßen wahrscheinlich schon, aber das könnte halt auch nochmal ein Grund sein, warum man vielleicht dann sagt, okay, wir verschieben es doch auf nächstes Jahr. Ja, so. Ja, wir haben ja nicht mal Hinweise dafür, was sie überhaupt geplant haben nach der... Also vielleicht haben sie einfach gesagt, ja, wir warten jetzt ab, bis es irgendwo mal fertig ist. Ich meine, mein Haus brennt ist dann schon ein ganz valider Grund, wo ich akzeptieren würde. Also wer interessiert ist, kann man Silverado Fire googeln, Silver wie Silber. Und dann sieht man so, dass das doch schon ziemlich nah dran ist. Und es ist sehr krass, das ist irgendwie nicht. Da sieht man dann auf dieser Map, dass es gar nicht das einzige große Feuer ist. Also vom Norden kommt auch so ein Riesenfeuer an. Also. Das ist echt absurd, ne? Und dann weiß ich nicht, wie es halt ist, vertragstechnisch. Sie haben ja gesagt, das Add-on erscheint auf jeden Fall noch dieses Jahr. Hatte Ihnen Hesikostas gesagt, auch vor kurzem erst. Die Frage ist natürlich, wie das dann ist bei höherer Gewalt, weil ein Waldbrand, Naturkatastrophe quasi ist dann höhere Gewalt. Also, ja, man könnte ja Corona eigentlich schon fast in höhere Gewalt reinpacken. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist fast schon da rein. Oder willst du etwa sagen, dass das nicht höhere Gewalt ist, Sebastian? Und direkt von jemandem verantwortlich? Natürlich, ja. Aber die Waldbrände sind jetzt halt noch was dazugekommen ist. Warum man, also muss man sich jetzt vor Augen führen, manche Entwickler sitzen jetzt in so Turnhallen oder so oder halt Evacuation Centers und wissen nicht, was mit ihrem Haus ist. So. Also die können von da nichts programmieren oder Bugfixen oder so. Ja. Und du weißt halt wirklich, es gibt irgendwelche dort trotzdem, die da draußen sind und gerade denken, die sollen sich mal sich anstellen. In der Turnhalle kann er die Quest auch weitermachen. Ach, die Leute sind mal echt. Ja. Und wer dann noch mitspekuliert, dem hat Ian Hesikostas auch gesagt, übrigens auf dem Beta-Server, wer da in den Kalender guckt und sagt, oh ja, da am 8. da ist ja irgendwie das und das Event oder da ist ja zufällig was frei, was eigentlich sonst nicht frei ist. Da kommt ja dann die Erweiterung. Da hat Ian Hesikostas auch gesagt, der Kalender vom Beta-Server sagt gar nichts aus. Es wäre ja auch das erste Mal, dass er lügen wird. Ich finde es aber halt auch dann schon ziemliches, ich weiß nicht, T-Satz lesen mit, oh, jetzt haben sie hier verkackt, es ist der Kalender, ja, der hat euch jetzt verraten. Naja, weiß ich aber auch, ob das auch wirklich... Ja, ich meine, es kann auch immer noch stimmen, er hat ja nur gemeint, der Kalender sagt nichts aus, ob es dann trotzdem schlicht und ergreifend das Datum ist, ist ja nochmal unabhängig davon. Ach, du weißt doch, wie die Community ist, ich hab's doch ja gesagt. Bitte, ich habe zwar auch 100 andere Sachen behauptet, aber darauf beharre ich jetzt, dass ich richtig lag. Ja, so ungefähr. Ja. Das ist eigentlich viel zu selten, dass irgendwelche, die irgendwelche Falschinfos verbreiten oder Vermutungen felsenfest behaupten, dass die mal später dann wirklich dazu stehen, dass sie völlig Mist geredet haben. Ja, der eine Punkt ist allerdings jetzt, dass sehr viele Leute im Vorhinein, also vornherein, die jetzt Pause gemacht haben, weil Nyarlathotep ist so ausgelutscht. So kannst du die nicht mehr geben zum Teil.
Dass die jetzt zurückgekehrt sind und so ein gleich halbes Jahre-Abo abgeschlossen haben, jetzt so minimal sauer sind, Das ist halt echt hart, ja, weil die sind halt dann doch in der Erwartung rangegangen, dafür kriegen sie ein mega cooles Outfit. ja. Darauf komme ich Als später noch. Ja. Entschädigung. Tanja hat schon gesagt, ja, wie gesagt, manche haben schon Urlaub jetzt genommen Ja. oder 6 Monate auch im Voraus gekauft und manche wussten gar nicht, dass es verschoben wurde. Oh ja, das ist, ich habe es mir auch gestern den Schmunzler nicht kneifen können, als ich die Nachricht gelesen So, da haben also wirklich Leute im Handelschannel geschrieben: Ey Leute, heute Nacht geht's los, oder? habe. Und da war es so, Ich glaube, das Ärgerliche für sie war eben, dass sie sich halt wirklich, also sie haben sich diszipliniert. Seit Ankündigung von Shadowlands haben sie extra alle News mit Shadowlands geblockt. Sie wollten sich nicht spoilern lassen, weder für Story noch für irgendwas, ne? Egal für was. Weil sie diese Erweiterung tatsächlich so für den Nachfolger von Wrath of the Lich King halten. Und Das ist halt. sie haben tatsächlich auch die Nachricht verpasst, dass es verschoben wurde. Und jetzt sind sie halt natürlich pisst, was man ja nicht auch verstehen kann, weil vielleicht sind sie auch schon seit, was weiß ich, seit 10 Jahren wieder zurückgekehrt oder so. Also, Das ist ja weißt auch, also für uns hier als Redakteure so, es ist ja dann doch schon ein so fremdes Konzept für uns geworden, so dass du halt wirklich einen Tag hast oder Wochen hast oder Monate hast, wo du extra alles ausblendest bezüglich WoW, weil du eben alles Sich nicht frisch erleben spoilern lassen, willst. ja. Und die haben sich halt die eine wichtige Info geholt dann vielleicht. Wann kommt's raus? Okay, dann erst setze ich mich wieder damit auseinander. Und also die tun mir wirklich leid. Ich habe mich auch versucht, also ich habe Bitte. mich in so eine Person reinversetzt, so einer, der hat gesagt, er ist nach 8 Monaten wieder zurückgekommen, hat die Ankündigung mitgekriegt. Dann habe ich mir auch gefragt, okay, ich hätte es wahrscheinlich auch verpennt, weil also im Blizzard Launcher steht nichts. Du hast eine E-Mail bekommen, aber meine E-Mail ist, also die ist nur für den WoW-Account, so habe ich das zumindest eingerichtet. Da laufen nur die Blizzard-Werbungs-Mails und Charaktertransfers-Mails rein. Da logge ich nie ein. Und wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag, ab und zu mal auf Reddit unterwegs bin oder ja, mir die News angucke, auf buff.de oder so, dann, klar, es war ja jetzt, das war ja vielleicht auch nur in Anführungsstrichen eine Woche Thema oder so. Und dann ging es wieder weiter. Ja, Beta, ja, Pre-Patch, ja, Pre-Event, ja, hier und Ja, aber ja. bedenke auch noch, dass Blizzard sowas ja noch nie vorher gemacht hat, dass sie einfach den Release Genau, B ja. verschoben hat. Deswegen sind die Leute ja umso überraschter gewesen, weil bisher, wenn Blizzard gesagt hat, es kommt dann und dann raus, dann kommt es halt raus. Ja, Aber. genau, das ist wie, ich sagte, die Sonne geht morgen früh auf, dann gehe ich eigentlich schon davon Ja, auch aus. genau. Und jetzt sind die halt total so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sauer sein ist. Ist man da sauer? Ich weiß auch nicht. Lieber ein gutes Spiel als irgendwie Crap mit Bugs. Aber Ja, es gibt andererseits, natürlich. wenn du halt irgendwie sich drauf gefreut hast und wirklich diszipliniert seit einem Jahr mindestens alles vermeidest, was mit Shadowlands hat, und dann dafür belohnt wirst mit, tja. Die schlimme Möglichkeit ist ja immer noch, dass es halt sich so Nächstes Jahr sehr verschiebt, dass rauskommt. es ja nicht nur das, sondern dass man Verschiebungen in Kauf nimmt und sich sagt, ey komm, sie müssen halt noch Bugfixes und sowas reinbringen und sie müssen einfach ein besseres Spiel draus machen. Und dann kommt das Spiel raus und die Leute haben natürlich entsprechende Erwartungen daran nach so viel Verschiebung und dann ist es trotzdem verbuggt. Oh, das wäre bitter. Also So das wäre wirklich, wofür wurde wirklich. es verschoben oder wie schlimm wäre es denn im Ja, aber Oktober andererseits gewesen? hat Sebastian doch gerade auch erklärt, also wenn sie jetzt, selbst wenn sie